Gleichzeitig könnte ich aber gerade das nochmal erweitern, weil das ein wenig klein geworden. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Wand sollte eigentlich da stehen bleiben. So, jetzt kommt noch Westbrunst, genau. Sollte das so funktionieren, wie ich mir das so denke, hoffe ich mal. Weil wenn nicht, wäre es ein bisschen doof. Ah. Wow. Einer guckt sich den Film gerade an dort. Geil. Oh, der nächste kommt. Ich glaube, also zwei Kinosäle sind gerade ein wenig zu viel. Okay, vielleicht auch nicht. Aber die könnten ein wenig groß sein. Wäre möglich. Wände, genau. Obwohl, das kann ich dann auch direkt schließen. Objekte, normale Tür mache ich dann immer unten, hat gesagt. Und Stuff Only oben. Ja, da habe ich dann Reserve später noch. Aber glaube, dass das nicht gerade wirtschaftlich ist, mit zwei Tickets schalten. Deswegen werde ich die schließen. Yes. So, dann kann man das Ding auch reparieren. Abreißen. Obwohl, das könnt ihr erstmal so lassen. Und dann war das das Movie Theater 18 wahrscheinlich, was gerade jetzt. Das heißt, die laufen jetzt über dieselbe, oder? Active. Sollte ich meinen. Das passt also dann. Können hier aber noch gerade Parkplätze anlegen und die Straße noch ein wenig weiterführen. So, Customer Parking. So. Passt das nämlich auch. Perfekt. Sehr schön. Ah ja, und hier war noch das Restaurant geplant. Restaurant. Fast Food. Access. Okay, das ist klar. Zugang. Kassierer sind dann auch gleich klar. Ja, Auffüller sind auch gleich klar. Fast Food Cooking Range. Order Counter ist auch klar. Fast Food Soda Dispenser. Ist. Ah. Mit dem Lager. Wollte ich mir merken. Im Lager, das könnte ich. Könnte ich das dann noch umbauen? Dafür muss ich das jetzt abreißen. Na toll. Remove Wood. Das passt. Das. Das auch. So. Da kümmere ich mich gleich drum, aber ich brauche jetzt gerade noch ein Lager. Das baue ich dann. Mindestgröße sollten schon 6x6 sein. Ja, baue ich das auch dorthin. So, die werden allerdings sollen bleiben. Und wir brauchen Stuff Only. Dorthin und dorthin. Perfekt. So.
Was hatten wir jetzt für Gegenstände, die wir gleich brauchen? Wir brauchen Order Counter. Wir brauchen Fast Food Soda Dispenser. Genau. Fast Food Warmer und Fast Food Cooking Ranch. Dann nehme ich Dinner Table, ne? Oder Food Court Table. Ich nehme die Dinger. Genau. Erstmal werde ich es gleich so platzieren. Fast Food Cooking Ranch. So, und dann brauchen wir Order Counter, ne? Oder Checkout Counter, Order Counter, Checkout, Checkout, Order Counter, denke ich mir mal. Nehme ich jetzt mal an. So. Das muss ich erstmal als Fast Food gleich markieren. Fast Food. Ich bin natürlich doof, weil ich brauche erstmal ein Lager, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Das will ich 100% füllen. Das soll mit dem verbunden werden, soll rund um die Uhr offen haben. Dann brauche ich Kassierer von 0 bis 12. Dann brauche ich noch einen Kassierer von 12 bis 24 Uhr. Dann brauche ich einen Cook. Leider auch rund um die Uhr, sprich zwei Stück. Und einer, der auffüllt. 6 bis 21 Uhr. Das sollte es gewesen sein. Genau. Hoffe ich zumindest gerade. Hoffe, ich habe beim Restaurant gerade nichts vergessen. Bin mir nämlich gerade nicht ganz im Klaren, ob ich irgendwas da vergessen habe. Also das Kino, das läuft, aber wird wahrscheinlich mega Verlust einfahren, weil viel zu überdimensioniert gestaltet habe für die paar, die da gerade einen Film gucken. Gut, das muss ich auch erstmal rumsprechen, aber naja, zwei Kinosäle mit Platz für wie viel? Jeweils 20 insgesamt, also mit 40 insgesamt, gucken gerade mal drei. Wie lange dauert denn hier so eine Kinovorführung? Film beginnt. Noch nicht. 16 Uhr vielleicht. Ja. Okay, 15:50 ungefähr. Und geht. Wie lange geht da? Also eine Stunde. Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden ging er. Okay. Warum nicht? Das geht ja noch. So. Wird mich aber mal gerade interessieren. Beim Movie Theater stehen die Zahlen nicht, sondern beim Ticket Lobby. Ah, da muss ich trotzdem. Ah, da muss ich Ticket Lobby jetzt eröffnen, Leute. Ist das so? Muss Ticket Lobby erstellen. Ticket Lobby. Ja, also sehe ich es gerade so. Oder nicht? Nee. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Nochmal. Wir wollten Restaurant.
Das Restaurant ist verbunden. Ja. Gerade keinen blassen Schimmer, ob das Restaurant funktioniert, weil da standen gerade so viel an der Kasse an, aber. Obwohl, die bekomme ich auch wieder. Aber keiner. Ging zum Essen. Ich stand nur an der Kasse an, das ging nicht weiter. Ah, jetzt hat einer was bestellt. Ah, okay, es funktioniert. Mein Fehler. Dann sind die Ticket, diese Ticket-Lobbys anscheinend wirklich halt nur für Kinos. Stand da gerade auch. Gut. Habe es überlesen. So, aber ich wollte hier noch eine Loading-Zone hinsetzen. Genau, deswegen habe ich den Parkplatz eben abgesetzt. Hier wollte ich die Parkplätze erweitern. Genau. Ja. Passt, ne? Jo, sauber. Westrooms wollen sie haben. Wäre eventuell ganz gut hier unten. Foundation. Das setze ich jetzt mal dahin. Das will ich alles allerdings nicht abreißen. Brauche eine Tür. Das Only wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, wie sieht das aus? Bei Westroom. So, nochmal. Westroom, requires access, klar. Tür. Muss irgendwie reinkommen können. Request Toilets, Capicus und Things. Was heißt das jetzt genau? Schauen. Ah, für kleine Räume. Ah, und Waschbecken. Verständlich. Da gibt es anscheinend keine. Na gut, das gibt's noch, aber. Wird anscheinend gemischt. Also die Toiletten sind anscheinend gemischt. Okay. Dann habe ich die Toilette nämlich gerade ein wenig groß gemacht, fällt mir auf. Naja, gut. Brauche ich noch, was habe ich gesagt? Waschbecken. Genau. Paper Dispenser, klar. Oh, das ist doof, dass die nur da dran gehen, ey. Die kann ich auch nicht drehen. Die kann ich alle nicht drehen. Das ist natürlich perfekt gedacht. Muss ich die halt mitten im Raum setzen. Könnte aber hier auch noch eine Mauer hinsetzen, von daher. Dann setze ich die nämlich hier dran. Dann hier noch einen hinsetzen. Ja. Ein paar Pflänzchen. Na gut. So. Muss ich das jetzt gerade noch markieren als Restroom? Und dann sollte das passen. Restaurant. Ist aber gar nicht so cool vielleicht. Das bedeutet, dass ich im Restaurant noch jemanden einstellen muss. Ich hoffe, der Koch kommt danach. Beim Koch vielleicht danach. Das hier noch am besten. Ja. Besser. So, das Restaurant, gibt es da schon Zahlen?
minus 12%. Gut, du weißt schon klar, dass das keinen Umsatz macht, ne? Das kostet uns halt leider nur. So, wegen der Erforschung sind wir auch beim Bustransport fast durch. Sprich, bei uns fehlen nur noch die Road Networks 2 und 3. Beziehungsweise 1, 2, 3. So, erst müssen wir 1, genau. Ja, und dann haben wir alles erforscht. Nicht so schlecht. Unser Umsatz steigt auch im Durchschnitt. Zuletzt war der so bei 12.300, 12.500. Jetzt sind wir schon gut 14.000. Gut, gestern 13.000, ja.